Die Slowaken wählen ein neues Parlament. Gut 4 Millionen Menschen sind aufgerufen, die 150 Sitze im Nationalrat neu zu bestimmen. Die bisherige Drei-Parteien-Koalition aus den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Peter Pellegrini, Nationalisten und Vertretern der ungarischen Minderheit muss um ihre Mehrheit bangen. Nach dem Mord an dem Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova haben viele das Vertrauen in die Regierung verloren. Als Favorit gilt die rechtspopulistische Protestpartei Olanu des Unternehmers Igor Matovic. Sie kann laut Umfragen mit 15% rechnen. Die brutale Ermordung von Reporter Jan Kuciak im Februar 2018 überschattet diese Wahl auch 2 Jahre später. Damals begann so etwas wie ein Reinigungsprozess in der Slowakei, der immer mehr ans Licht brachte. So haben wir herausgefunden, dass Politik und Mafia in der Slowakei eng zusammenarbeiten. Vor seinem Tod arbeitete Kuciak an einer Reportage, mit der er ein komplexes Netzwerk zwischen slowakischer Regierung und italienischer Mafia offenlegte.